lowly tarnished. Playing as a lord, I command thee. So, was gibt's hier? Ah, genau, hier waren wir. Hier waren wir, genau. Wir sind nicht runtergegangen, sondern wir sind oben alles die ganze Zeit gerade lang gegangen. Sollen wir nochmal gucken, ob wir noch einen. Ich glaube, es gab in obere Richtung nämlich noch einen Weg, den wir nicht genommen hatten. Jetzt kommt wieder der schwierige Sprung hier. Nice. Hier könnten wir runter. Kommen wir denn wieder hoch? Ja, kommen wir. Erstmal hier. Okay. Zwei relativ starke Gegner. Lumpenfleisch. Was mit dir? Oh. Die haben den Tod von ihrem Kollegen. Auch, ne? Interessant. Wie könnten wir halt auch wieder über die Mauer springen? Das ist immer so eine Sache. Ja, gehen wir erstmal wieder hier lang. Ich glaube, in die Richtung haben wir auch einen Weg nicht genommen. Erstmal hier lang. Jetzt sind wir hier. Hier sind ganz viele Gegner, wir können hier aber eigentlich alles skippen. Was ihr sucht, das Ganze in der Nähe, und dann sind wir hier runter, ne? Okay, vielleicht geht es hier dann doch nicht weiter. Oder es gab noch einen anderen Weg hier. Gucken wir einfach. Ja, hier sind wir dann wieder. Hier, ne? Tatsache. Okay. Dann wieder hoch. Und dann springen wir hier direkt runter. So. Nicht hier, sondern oben noch. Noch ein bisschen weiter. Da, wo wir eben die zwei Gegner besiegt haben. Den Vogel und den Ritter. Da gehen wir dann runter. Hier ist mal schaffe, ey. Wir sind auch schon wieder respawned. Das ist ein Riese. Ich würde ihn ungern besiegen, wir müssen ja auch einen Riesen irgendwo hinlocken. Hängst du da fest, mein Bruder? Na komm, besiegen wir den. Oh, ja. Oh, der ist aber stärker als die Riesen, die er vorhat bisher.
Aua. Ja, sein Tritt macht mir Hälfte Leben. What? Nicht schlecht, Herr Specht. Okay. Okay. Das war der erste stärkere Riese, den wir gesehen haben. Die anderen waren bisher immer sehr easy. Der hatte sehr viel Leben und hat auch ein bisschen mehr Schaden gemacht. Ich würde sagen, doppelt so viel, circa. Ist hier ein Boss? Erstmal hier weiter. Wir haben ja auch irgendwo hier ein Item gesehen. Was? Irgendwo? Da. Schmiedstein 2. Sehr gut. Das mit... Ist das eine Saat? Goldene Saat. Oh, shit. Hier sind die ganzen Bösuschens. Dann müssen wir einfach einen Boss versuchen, würde ich sagen, ne? Wie viele Seelen haben wir? 6800 ist schon ein bisschen viel, aber... Aber hey. Bast. Ach. Wäre auch gut, wenn wir hier einfach einen Speicherpunkt vor hätten. Sehr gut. Ich habe kurz gedacht, dass was passieren würde. Warte mal, lass mal die Seelen ausgehen, die wir haben. Die Runen. Kondition hoch, richtig? Yes. 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 Die goldene Saat können wir noch nicht benutzen, dafür brauchen wir nämlich noch eine. Ach, das wäre ein anderer Weg, wie wir hinkommen wären, okay. Was gibst du? Sturmrufer, okay. Genau, wir hätten auch einfach hier da drunter gekonnt und dann einmal durch. Dann wären wir auch da gewesen. Gucken wir mal. Sturmrufer. Was bist du denn für eine Kriegsasche? Diese Kriegsasche verleiht einer Waffe die Affinität wertig und folgendes Talent. Sturmrufer. Eines der Talente, die ihre Macht aus den Stürmen von Sturmschleier beziehen. Dreht eure Waffe, um euch in einen Sturm zu hüllen. Wiederholte Eingaben erzeugen eine Angriffskette. Lässt sich nur für Schnittschwerter, Äxte, Hämmer und Stangenwaffen verwenden. Die Ausnahme kleiner und riesiger Waffen. Wir haben ja auch das eiserne Messer da bekommen. Das heißt, wir können ja auch unsere Kriegsasche besser Sachen machen, gefühlt, ne? Gucken wir mal. Genau, wir können jetzt zwei neue Sachen da machen. Nämlich solide und wertig oder so, ne? Was haben wir denn? 157. Solide würde mehr machen, Tatsache. Zeig mal her. Okay, probieren wir mal aus.
Aua. Mag ich jetzt nicht so, muss ich sagen. Nee, ist nicht so meins. Ist nicht so meins. Kriegsasche. Umschlag. Können wir aber jetzt auch solide reinmachen, ne? Tatsache. Sehr cool. Machen wir das doch auch mal hier. Das würde 140, 142. Hier sind alle gleich, ne? Okay.